Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder aus unserem Rennsetup von Raceroom im RR3033 und wie immer mit dem Fanatec CSL Elite Racing Wheel. Ja, im Hintergrund, ihr seht's, Assetto Corsa Competizione. Wir verlassen endlich den Early Access und wollen das Ganze feiern mit einem Rennen, mit einem 10-minütigen Rennen am Hungaroring mit dem BMW. Freunde, es ist für mich immer noch Training. Training pur. Ich habe eine Menge Aufholbedarf, was das Ganze angeht. Ihr kennt das Spiel. Falsches Setup, Fahrzeug schiebt über die Vorderachse, man verliert Plätze, bla bla bla. Bedeutet also, es hilft einfach nichts. Ich muss mich reinarbeiten in das Spiel, in die Art und Weise, wie man das Fahrzeug einstellt. Dementsprechend heute ein 10-minütiges Rennen für mich am Hungaroring von Platz 9. So, die Rennleitung gibt den fliegenden Start frei. Wir gehen in die letzten Kurve rein. Schauen, dass wir die Drehzahl so gut wie möglich oben halten. Achten auf die Ampel. Die Rennleitung sehr spät umgeschaltet auf grün. Und ich musste nochmal vom Gas, weil er vor mir gebremst hat. Jetzt aber die erste Rechtskurve und wir ordnen uns seitlich ein. Ja, vielleicht können wir da die ein oder andere Position noch mitnehmen. Was ich bemerkt habe, ist mit diesem BMW am besten ein bisschen hochtourig zu fahren. Heißt, wo ich normalerweise im dritten Gang fahre, fahre ich lieber im zweiten. So wie jetzt hier vorne. Weil er für meine Verhältnisse sehr untertourig fährt. Und dann ja schwer aus der Kurve rauskommt, so wie jetzt hier. Das dauert und kostet im schlimmsten Fall einfach einen Platz. Selbst im ersten Gang sehr, sehr träge, wie ich finde. Das dauert alles für mich ein bisschen. Ich kann doch hier nicht jede Kurve im ersten oder im zweiten Gang fahren. Er rückt mir auf die Pelle. Boah, wie weit war ich da noch rausgetragen? Man wird weit rausgetragen, kommt spät in die nächste Kurve und dementsprechend muss man runter vom Gas. Also für mich sehr, sehr schwer handelbar das Fahrzeug, was die Beschleunigung etc. angeht. Hier, ich stehe voll im Gas, come on. Schließlich hier ein BMW und keine Isetta. Da muss doch Leistung abrufbar sein.
Hilft aber alles nichts. Ich muss jetzt gucken, wie ich am besten das Fahrzeug handle, um mal in meinen eigenen Flow reinzukommen. Wenn mich das Ganze zu sehr beschäftigt, man merkt einfach, unkonzentriert, zu spät auf der Bremse, man kommt zu weit raus und. Also, Fokus. Es waren noch harte 4 Minuten. Er macht es na klar nicht schlecht hinter mir. Er zieht nach innen, um mich unter Druck zu setzen, dass ich vielleicht etwas später anbremse und gegebenenfalls den Fehler mache und mich verbremse. Katastrophaler Fehler. Das kostet Plätze. Zu weit auf den Curbs. Mit dem Unterboden vermute ich mal ein bisschen aufgesessen und dann kommt fast der Dreher. In so einem Moment, ich weiß jetzt nicht genau, wer das gesagt hat. Hat es Niki Lauda gesagt? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Und zwar, die meisten Rennen werden im Kopf gewonnen und nicht mit dem Fahrzeug. Und es ist wirklich so. Hier die Ruhe zu bewahren, ist nicht ganz einfach. Das eine oder andere beschäftigt mich doch nebenher. Und es hat ganz klar Einfluss auf meinen Fahrstil.
Come on! Was ist denn das? Ich glaube, das Fahrzeug hat einen Zylinder gerade weniger gefühlt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Fahrzeug für euch am besten ist, was euch am besten gefällt hier in ACC. Also ich muss hier immer noch sagen, der Mercedes AMG GT3, immer noch das dankbarste Fahrzeug, gerade für einen Anfänger wie mich. Okay, wir stehen auf jeden Fall unter Druck. Wir bleiben auf der Linie. Werden angeschoben. Der Führende ist bereits übers Ziel, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, es zieht sich einfach durch am heutigen Renntag. Wie immer, Kleinigkeiten machen oft den großen Unterschied, so wie jetzt hier vorhin in der letzten Kurve, wieder zu weit über den Curb. Ich muss runter vom Gas, damit das Fahrzeug sich nicht dreht. Und so geben wir einen Platz nach dem anderen her. Ist leider Gottes so. P9 sind wir gestartet, wir mussten einige Plätze hergeben, wurden durchgereicht auf P13. Trotzdem, es war wieder eine aufschlussreiche Trainingssession und das ist ja das Wichtige. Damit ich weiß, fahrerisch, wo ich wie fahren muss, dauert halt. Es dauert, jedes Spiel ist in meinen Augen ein bisschen anders. Auch habe ich hier, vielleicht habt ihr es bemerkt, ab und zu mit FPS-Einbrüchen zu kämpfen, wo die Kurve dann für mich nicht so flüssig erscheint. Soll keine Ausrede sein, aber es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und uns allen eine schöne neue Rennsimulation, die den Early Access verlassen hat. In dem Sinn, macht's gut! Bis zum nächsten Video wieder, euer Yogi. Ciao.